Gibt es sowas wie die perfekte Smartwatch für Sportler? Ich habe über einen Monat mit der Garmin Venue 3 trainiert und gelebt und dabei als jahrelanger Apple und Pixel Watch User mehrmals wirklich gestoppt. Aber ich habe auch Punkte gefunden, die mich richtig nerven. In diesem Video soll es darum gehen, warum die Garmin Venue 3 irre gut ist und warum sie es trotzdem nicht schafft, die Konkurrenz einfach so vom Platz zu fegen. Anfang November hatte ich mich hier mit meinem Kollegen Patrick über die Pixel Watch 2 unterhalten. Das Video dazu solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn euch Smartwatches generell interessieren. Wir haben das hier oben auch nochmal, da oben einfach nochmal verlinkt. Einfach nach dem Video rauftippen oder kurz hier pausieren und dahin gehen. Bei dieser Unterhaltung habe ich festgestellt, dass ich mir vielleicht auch mal die aktuellen Smartwatches von Garmin anschauen sollte. Tja, und das habe ich dann auch die letzten Wochen gemacht. Ich habe bei Garmin angefragt und mir die Venue 3 schicken lassen. Das ist deren aktuelles Topmodell im Smartwatch-Bereich. Also keine Laufuhr oder super Sportuhr, für die Garmin ja sonst so bekannt ist, sondern auch ein richtiges Allround-Gerät, das aber durchaus den Fokus auf Sport und Fitness legt. Viel stärker jedenfalls als die Konkurrenz in Form von Apple, Google oder auch Samsung und vielleicht auch passend für mich, da ich regelmäßig mehrfach die Woche im Fitnessstudio bin. Das war zumindest die Hoffnung vor dem Test. Aber widmen wir uns zunächst mal der Frage, was diese Uhren so mitbringen. Es gibt sie in zwei Größen. 45 mm für die normale Venue 3 und 41 mm für die Venue 3S, die aber bis auf Display und Akku nahezu identisch sind. Das Design ist schlicht, fast schon unauffällig und dabei trotzdem irgendwie elegant. Denn die Venue 3 ist keine dieser wuchtigen Sportuhren, die man sonst von Garmin kennt, sondern orientiert sich schon stark an der Smartwatch-Konkurrenz von Samsung und Co. Der Body der Uhr besteht größtenteils aus Kunststoff mit einer Edelstahl-Lünette. Sie besitzt ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 454x454 Pixeln, ist wasserdicht bis zu 5 Atmosphären. Ihr könnt also damit duschen und baden und schwimmen, aber vielleicht nicht tauchen. Oh, und der Akku hält im Smartwatch-Modus bis zu 14 Tage. Ja genau, aber dazu komme ich später nochmal. Bedient wird sie über 3 Buttons an der Seite. Die Venue 3 ist, wie schon erwähnt, im Wesentlichen eine Smartwatch. Ihr koppelt sie über die Garmin Connect App mit eurem Smartphone und bekommt dann Benachrichtigungen angezeigt und könnt diverse Funktionen wie Musikwiedergabe direkt vom Handgelenk aus steuern. Ihr könnt außerdem auf Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant oder Bixby zugreifen oder mit der Uhr kabellos bezahlen, sofern ihr Garmin Pay nutzt. Weil ihr ein eingebautes Mikro habt, könnt ihr über die Uhr auch telefonieren, wobei das nur dann funktioniert, wenn euer gekoppeltes Smartphone auch in der Nähe ist, denn eine eSIM-Variante, die gibt's nicht. Das App-Angebot ist im Vergleich zu Apple Watch und Co. sehr bescheiden und der Großteil dreht sich da auch um Sport und Fitness, wobei es auch Apps für Spotify, Deezer und Amazon Music gibt. So, und was macht die Uhr? Naja, sie zählt Schritte, misst euren Puls rund um die Uhr, sie ermittelt verbrauchte Kalorien, misst den Blutsauerstoff, eure Atmung, ermittelt euer Stresslevel und errechnet einen Body-Battery-Wert, der angibt, wie euer generelles Energielevel gerade ist. Sie trackt außerdem euren Schlaf und Frauen können beispielsweise auch ihren Menstruationszyklus mit der Uhr überwachen. Und GPS hat sie auch. Klar. Ach ja, und natürlich trackt die Venue 3 auch euer Training. Und wie? Aus gesundheitlichen Gründen muss ich immer wieder Kraftsport machen. Einfach damit ich keine Schmerzen habe. Das heißt, ich mache das alles nur nach dem Trainingsplan von jemandem, der Ahnung hat. Und das ist super spannend, denn ich nutze eine App, in der mir einfach nur angesagt wird, welches Training ich mache. Und da gebe ich alle Sachen ein und dann lege ich das Handy wieder hin. Bisher war es so, dass ich eine Apple Watch genutzt habe und die hat mir die ganze Zeit angezeigt, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde oder 60 Minuten lang Sport gemacht und das hat sich in der Zeit getan.
Mehr passiert bei der Apple Watch nicht. Hier ist es so, dass ich ein Fitnesstraining oder ein Kraftsporttraining starten kann und dann beginnt das erste Set und danach kann ich das Gewicht angeben und wie viele Wiederholungen ich gemacht habe. Wenn ich dann das Set stoppe, beginnt die Pausenzeit, bis ich wieder das nächste Set beginne. Das heißt, aktuell oder in den letzten Wochen war es so, ich habe auf dem Handy den Trainingsplan meines Trainers Rob Gillis durchgenommen, habe das Handy weggelegt, habe dann auf der Uhr alles eingetragen bzw. alles aktualisiert und habe dann erstmal eine Pause gemacht. Das war ein bisschen nervig. Finde ich blöd, dass das alles nicht miteinander reden kann. Da sollte Garmin ein bisschen offener werden. Aber insgesamt ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar gebe ich in der Uhr nur an, dass ich ein Training mache. Nicht was. Wenn ich mir aber in der App anschaue, nach dem Training, was ich gemacht habe, dann wird mir ganz gezielt angezeigt, welche Muskelgruppen angesprochen wurden. Und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich merke es erstens genau, welche Muskelgruppen angesprochen werden. Ich weiß von meinem Trainer ganz gezielt, was er gerade von mir möchte, welcher Bereich trainiert wird. Und alles miteinander spricht ja nicht. Nur die Uhr an meinem Körper merkt, was für eine Bewegung ich mache. Und trotzdem erkennt das Ding, wann der Bizeps richtig trainiert wurde, wann die hintere, obere oder untere oder mittlere Rückmuskulatur trainiert wurde, wann der Nacken dabei war, wann die Beine, wann der Po. All das kriegt diese Uhr hin, obwohl ich ihr nicht sage, was ich gerade mache. Ich könnte in die App gehen und die Übungen dann benennen, habe ich aber aus Faulheit sehr oft nicht getan. Muss ich nicht, ich habe das ja in der separaten App. Und jetzt Garmin. Ich habe mir das mal hier für euch hier aufgespart, weil ihr seht dieses Video dann, wenn es wie alle anderen auch sehen. Wie macht ihr das? Bitte holt jemanden ran, der das unten mal in die Kommentare reinschreibt. Ich verstehe es nicht. Ich mache diesen Job seit 12 Jahren und ich habe noch nie ein Stück Technik erwischt, das so haargenau erkennen kann, wo in meinem Körper gerade was passiert. Ich habe versucht, das Ding zu verarschen. Es hat nicht funktioniert. Er wusste immer ganz genau, welche Muskelgruppen gezielt angesprochen wurden. Da wird ein Körper angezeigt und mit Farben wird dann markiert, mit Weiß, Orange, Gelb, Rot, welche Muskelgruppe gerade wirklich stark angesprochen wurde. Dunkelrot heißt, da ist sehr viel passiert. Und das hat immer ganz genau gestimmt. Absolut abgefahren. Stress 87. Body Battery 41. Das ist so eine klitzekleine Kleinigkeit, die es bestimmt bei allen anderen Herstellern auch irgendwie gibt. Aber sie haben das hier von Anfang an so forciert, mich die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass es das gibt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und es gibt auch andere Hersteller wie Whoopband und Co., bei denen das auch irgendwie geht. Aber ich habe ja jetzt gerade die Garmin hier. Und die zeigt mir meinen Body Battery Wert an. Was bedeutet das? Je nachdem, wie viel Stress oder Workout oder Arbeit ich im Tag gerade habe, erkennt die Uhr, dass ich mich gerade im Stress befinde und nimmt prozentual Punkte von meiner Body Battery weg. Und das wirkt ein bisschen sehr offensichtlich. Also klar, wenn ich viel gemacht habe, bin ich abends müde. Ja, Überraschung. Wenn ich gestern einen krassen Tag hatte, dann bin ich nächsten Tag ganz schön fertig. Ja, Überraschung. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich durch die Body Battery lerne, wann mein Körper wirklich müde ist, wann er erschöpft ist. Und da wird es ein bisschen kleinteiliger, denn wenn mein Schlaf schlecht war, dann habe ich nächsten Tag eine Body Battery von 40 Punkten statt 100. Ich merke also schon, wann ich weniger machen darf, wann ich mir mehr Pausen holen müsste, wann ich ein bisschen runterfahren sollte. Ich habe das getestet, natürlich hier für euch, ausschließlich. Nicht weil Weihnachtszeit Weihnachtsmärkte und Silvester war, nein. Nur für euch habe ich es getestet und bin auch mal lange wach geblieben, habe auch mal viel Zuckerwasser getrunken und mal geguckt, was passiert. Und nächsten Tag viel gemacht. Und ich bin schon an Tagen aufgewacht, da hatte ich 5 Punkte. Und das habe ich gemerkt. Ich habe generell gemerkt, dass ich erschöpft bin. Ja gut, aber es war ja auch ein krasser Tag. Die Uhr hat mir aber nochmal gezeigt, hey, deine Body Battery ist gerade sehr gering, denn du hattest nicht nur gestern einen krassen Tag und eine krasse Nacht, du hast auch ganz schön mies und wenig geschlafen. Das können wir dir alles zeigen. Und dass sie diese ganzen Daten nehmen und mir aufbereiten und mir mit simplen Worten sagen, hey, mach mal nicht so viel, das hilft. Und das hilft so sehr, dass
das wird dieses eine große Feature sein, das ich jetzt schon vermissen werde bei jeder anderen Watch. Und dann haben wir natürlich noch die Akkulaufzeit. Ganz großes Thema für super viele von euch. Da ich sehr oft im Büro sitze oder generell super viele Ladekabel bei mir habe, ist es für mich nicht so ein großes Ding. Aber natürlich fällt es auf, wann eine Smartwatch lange hält und wann nicht. Die hier hält ewig. 7 Tage, super entspannt. Am 7. Tag habe ich noch 9%. Ich habe relativ viel eingestellt. Das heißt auch, dass er mir sekündlich zeigt, wie mein Puls sich verändert, bla bla bla. All diese ganzen Sachen habe ich an- und ausgestellt in den Einstellungen, zu denen wir gleich nochmal kommen werden. Schlimmes Thema. All diese ganzen Sachen habe ich eingestellt. Das Ding ist nur am Rödeln und misst natürlich meine Body Battery, mein Stresslevel und so weiter und so fort. Und es hält 7 Tage. Und am 7. Tag morgens kann ich ich kann bis mittags noch Sachen machen. Und der ist dann immer noch im hohen einstelligen Bereich. Ich stecke es kurz an über einen proprietären Anschluss, der sich hier unten befindet. Da ein bisschen kantig, da packt man so ein Kabel rein. Das ist richtig fest dann. Und dann ist das innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde so weit voll, dass ich sofort wieder für eine ganze Woche nutzen kann. Und es ist für mich einfach überhaupt gar kein Thema. Das Ding läuft richtig gut. Ich fange vorne an beim Training. Also es ist ja super hilfreich, dass ich sehe, wie das alles funktioniert und welche Muskelgruppen angesprochen werden. Ich möchte aber, dass Garmin, und das habe ich schon leicht angerissen, mit viel mehr Apps, mit viel mehr Unternehmen zusammenarbeitet, damit mein Trainingsplan direkt damit arbeiten kann, damit ich nicht noch mehr Daten eintippen muss. Und wo wir schon bei Optimierung sind. Euer ganzes Menüsystem, diese ganze Bedienung, ich mag euch wirklich, aber die ist Rotz. Absolut blöd. Ich komme da nicht rein. Vielleicht ist das einfach eine sehr subjektive Sache, weil ich schon so viele andere Sachen, die so simpel waren, genutzt habe. Aber ich komme nicht in diese Menüführung dieser 3 Punkte rein. Mal komme ich zurück, mal nicht, mal sind da alle Apps. Die Einstellungen muss ich über einen langen Knopf gedrückt halten finden. Ich habe 2 Wochen gebraucht, bis ich da drin war, weil ich dachte, ey, alles ist immer so super intuitiv, ich brauche mich gar nicht erst damit beschäftigen, das finde ich schon raus. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten in dieser Branche, das wird ja wohl nicht so schwer sein. Doch war's. Vielleicht war es ein bisschen die Winterdepression, die Wintermüdigkeit, dass ich mich damit nicht so beschäftigen wollte, weil ich dachte, das muss ja wohl funktionieren, aber ich bin wirklich gar nicht in euer System reingekommen. Ich habe am Ende wirklich immer nur auf den Knopf gedrückt, runtergescrollt, auf Krafttraining gedrückt und dann losgelegt. Und wann welcher Knopf zurück ist, das war ehrlicherweise immer wieder ein neues Raten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich gehe davon aus, dass es meins ist. Wenn ihr eine Garmin Venue 3 nutzt oder das System kennt, schreibt mir gerne mal, ob man sich da irgendwie ein bisschen besser reinfühlen kann, wenn man an das und das denkt. Also irgendwas ist da nicht gut. Ich war ja bisher nicht so ein großer Freund von dieser Art von Smartwatch, aber das Design und die Größe, ich könnte mich damit anfreunden. Das ist ernsthaft eine richtig tolle Entwicklung. Ich habe super schmale Handgelenke, solche Uhrgrößen und sogar die große. Das funktioniert. Das sehe ich. Was ich nicht sehe, ist diese Uhr nach diesem Dreh. Denn das war der Deal von Garmin. Ich werde beide Uhren jetzt einpacken und dann gehen wieder zurück an die Kollegen der Presse. Was werde ich vermissen? Das wird die Frage sein. Einerseits die Body Battery. Ich muss es ganz ehrlich gestehen, das ganze Stressthema ist für mich ein ganz großes Ding. Als Freiberufler finde ich ganz selten Ruhe. Die muss ich mir nehmen, die muss ich mir holen. Und gerade externe Sachen wie diese Uhr oder wie eine Uhr, wie ein smartes Gadget, die bringen mich dazu, etwas öfter mal auch auf mich und meinen Körper zu hören. Weil außerhalb des Sports tue ich das selten. Und das ist keine gute Entwicklung. Das muss besser werden. Vielleicht auch ein schöner Vorsatz fürs Jahr 2024. Garmin. Bitte guckt euch nochmal euer Menüsystem an. Schaut nochmal, was die Konkurrenz da macht. Ich will, dass ihr euch viel mehr von Apple und auch von der Pixel Watch abschaut. Das muss alles viel zugänglicher, viel simpler werden. Wenn ich jetzt zurückgehe auf die, aktuell bin ich bei der Apple Watch, dann freue ich mich auf ein simples Gerät, das einfach genau das macht, was ich intuitiv machen möchte.
Ich werde mich ganz aktiv nach einer App umschauen, die meinen Stress misst und mir sowas wie eine Body Battery anzeigt. Denn das ist für mich das Killer-Feature. Diese tollen Funktionen des Trainings, die ich anfangs gezeigt habe und auch genannt habe, die werde ich zwar irgendwie vermissen, weil ich finde das geil, genau zu sehen, welcher Körperteil jetzt wirklich am genervtesten von meinem Training war. Aber da ich eh einen Trainer habe, der mir sagt, was ich machen soll, weiß da jemand ganz genau, was gemacht werden muss und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der intuitiv trainiert, dann ist es bestimmt total geil, die Sachen zu machen und dann im Nachgang zu sehen, hey, was hat am besten und am ehesten angesprochen. Für die Leute, die so trainieren, schaut euch mal die Garmin Venue 3 an. Für alle anderen, wenn ihr damit nicht tauchen wollt, für Trainings und Sport und Bewegung und ein gesünderes Leben durch einen Stressblick, durchaus ein Blick wert. Wenn ihr noch andere Smartwatches kennt, die im Fitnessbereich so variabel sind, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Kennt ihr Apps für die Apple Watch oder auch für die Pixel Watch, die diesen Stress- und Body-Battery-Level kennen? Und was haltet ihr von dieser Erkennung der Trainingssachen? Ich möchte ganz viel mit euch über diese Uhr reden. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.